willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die. Ihr seid dabei, wie wir unsere... Ich glaube, ich bin vollgeladen und wollte erstmal nach Hause. Da ist unser Zuhause. Alles klar. Nee, das ist nicht unser Zuhause. Das ist das, was ich vorher immer haben wollte, was wir nicht genommen haben, aus welchen Gründen auch immer. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Vierunddreißig Minuten. So. Dann werden wir mal unsere Sachen hier leer räumen. Ist das noch voll? Ja. Nice. Weiter geht's. Ja, nach wie vor fehlen uns immer noch Diddes. Ohne die... Und die wird schwierig. Wir haben nämlich mittlerweile so viele Kisten offen. Dass wir den ganzen Loot ja... Also, wisst ihr, wie ich das meine? Wir haben noch so viele Kisten zu mit gutem Loot.
Ja, da hat es Wackelkontakt im Mikro gegeben. Aber ihr habt gesehen, ich konnte eine Werkbank oder kann eine Werkbank herstellen, werde sie jetzt hier in die Ecke stellen, werde oben noch eine Kiste hinbauen. Ich weiß jetzt nicht, wann genau, deswegen erzähle ich das nochmal, wann genau sich hier die Tonaufnahme verabschiedet hat. Vielleicht habe ich es auch nachgesprochen, müssen wir gleich mal gucken. In der Aufzeichnung. So, guck mal, ist der immer noch am... Was ist das hier für eine Gabel? Die ist neu. Achso, die Suppe. Seelenstärke und lässt Brusthaare wachsen, alles klar. Sehr schön. So, nichtsdestotrotz werden wir uns da oben gleich noch eine Kiste hinpacken. Damit das ganz schön mit der Leitung aussieht. Ich vermute schon fast, dass wir die hätten zumindest die Rohrleitung runtergehend stehen lassen können. Aber da es auch hier eine optische Anpassung an der Werkbank gab, wie wir das oben schon gesehen haben, weiß ich gar nicht, wie das nachher optisch aussieht. Natürlich eher Durst. Wir gönnen uns mal sofort ein bisschen was zu trinken, wenn wir noch was da haben. Sind wir ein bisschen high danach, aber vielleicht können wir dann noch ein bisschen besser hauen. Ja, Ausdauerprobleme habe ich jetzt auf jeden Fall keine mehr. Ich bin mal gespannt, wann wir eine vernünftige Axt kriegen. So, Werkbank. Fertigen. Ich bin auch ein Dulli. Hätte vielleicht schon mal vorher machen können, ne? So, wenn wir schon mal dabei sind. Ach, ich habe auch eine Feuerwerkst hier, ne? Zwanzig pro Hauen. Ja, ändert sich nicht viel dran. Okay, packen wir das mal wieder weg hier. Wir haben eine AK. Ich glaube, die kann reparieren. Achso, das war auch nicht so pfiffig. Dann packen wir erstmal hier die Waffenteile rein. Und schwierig. Ich glaube, ich lasse es so. So, dann packen wir hier noch. Jetzt kommt der hier rein, ne? Da müssen wir immer schauen, was wir an Motorradteilen haben und fertigen können, gleich wenn wir die Werkbank fertig haben. Der rote Tee. Machen wir kurz eine Kiste hier. Haben wir eine Kiste? Truhe. Gesicherte Truhe. Brauchen wir Holz für. Haben wir. Fertigen. Das mal weg hier. Ein Molotow-Cocktail, den packen wir auch mal dahin. So, was haben wir hier? Können wir was kochen? So, nehmen wir mal hier die Sachen mit zum Kochen.
Gucken mal, was wir hier noch haben. Oder was wir an Rezepten gerade haben, was wir kochen können. Nichts. Das ist sehr gut. Gekochtes Fleisch, brauchen wir Wasser für. Trinken, essen. Nee, Farbe. Natürliches Antibiotika. Ach, das können wir theoretisch herstellen. Cool. Ja, aber wirklich viel Fleisch. Grilltes Fleisch. Schalten. Weil uns hier ein Rost fehlt, ne? Oder? Kochgrill erforderlich, aber das habe ich doch, oder nicht? Ich habe einen Kochgrill. Was willst du denn jetzt von mir? Da haben wir noch Wasser drin. Das nehmen wir mal mit. Ah, guck mal hier. Gekochte Kartoffel. Gebackene Kartoffel meine ich. Kochen. Und dann gegrilltes Fleisch. Das Wasser lassen wir mal hier. Trinken wir mal noch einen Schluck von. Ach, guck mal, hier kann ich vielleicht auch noch mal direkt das Wasser. So, 11 Minuten. Kartoffelsamen, ja, das ist doof. Also nochmal, das ist echt unnötig, dass sie die Dinger hingepflanzt haben. So, wie viel Wasser haben wir? Wo sehe ich das denn offiziell? Kann ich Punkte vergeben? 5 Stück. Dann vergebe ich noch ein paar Punkte. Prozent von Tüten schon, nee. Mechaniker, Mini-Motorradmeister. Verborgener Schlag, Parcours. Nee. Laufen und schießen. Lernen wir mal. Stärke. So, Packesel haben wir durchgeskillt. Brauchen wir endlich kein Adrenalin mehr. Jetzt können wir alles durch die Gegend schleppen, wie wir das wollen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt. Apropos dahingestellt. Der Meister der Überleitung. Kiste. So. Das ist doch hübsch. Oder? Ich glaube, das wird auch hier unser. Falscher Knopf. Ne, F4 ist nicht. Der hier. F7. Alles klar. Nice. Okay. Mal das mal wieder rein. Mini-Motorrad. Brauchen wir den Rahmen für Klebeband, Leder, elektronisch geschmiedete Eisen. Sollten wir theoretisch hinkriegen. Ich kann auch schon Motorrad bauen, ne? Ne, kann ich nicht. Okay. Den Lenker haben wir. Wir machen mal hier auf Verfolgen. Guck mal, was wir da haben. Wir haben das da.
Wir haben die Teile da. Klebeband holen wir. Wir haben Kleber und Stoff. Wir haben Leder und wir haben elektrische Teile, hoffe ich. Ja. Dann gucken wir kurz, ob wir uns den Klebeband machen können. Brauchen wir 4 Stück. 5. So, guck mal, aber dann haben wir das ja schon mal. Die neue Werkbank sieht übrigens richtig nice aus, ne? Bin ein bisschen begeistert. So. Dann fertigen wir das. Okay. Mini-Motorrad-Fahrwerk. Verfolgungsmotorrad brauchen wir nicht. Mini-Bike. Verfolgen wir mal kurz. Den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir. Nice. So, dann haben wir ja diesmal richtig viel geschafft, ne? Leute. Damit haben wir dann einen Mini-Motorrad, das ist schon mal ganz nice. Hier brauchen wir noch ein paar Zeitungen, die wir sammeln müssen. So, nehmen wir mal hier noch ein bisschen was an geschmiedeten Eisen. Okay. Damit haben wir auch ist jetzt unser... Bin ich blind? Habe ich das nicht gerade gebaut? Irgendwas? Ach, hier oben. Dachte ich schon. So. Dann fertige das mal bitte. Und das können wir schon wieder zurückpacken. Also alles, was hier reingehört, wird schon... Okay, wird es nicht wissen. Wie sieht's aus mit so einem Taschenmod? Ach ne, brauche ich ja nicht. Ja doch, also nicht so ein Taschenmod, sondern ein Taschenmod für... fürs Motorrad. Satteltaschen, es gab doch Sandsäcke, Tausammler, haben wir auch noch nicht gebaut. Brauchen wir Wasserfilter für? Was brauchen wir für einen Wasserfilter? Wasserreinigungsmod können wir noch nicht bauen, haben wir den Bauplan noch nicht so gefunden. Schlüssel können wir in welcher Güte 2. Bringt uns nicht so viel. Was brauchen wir für eine Chemiestation? Seht ihr das? Bams! Okay. Eisentür. Munition. Was habe ich an Munitionsteilen hier? Brauchen wir noch ein bisschen Schwarzpulver. Hier. Wie viel Munition habe ich insgesamt? 3. So, ich wäre eigentlich schwer davon begeistert, wenn wir ein bisschen die hier herstellen würden.
Dann packen wir mal das hier rein. So, als nächstes schauen wir mal nach Rohrbomben. Brauchen wir, ja, können wir uns momentan nicht leisten, weil wir kein Schwarzpulver haben. Also ich gucke mal für einen Freund, ne? Haben wir schon eine Drohne? Robotikdrohne? Nein. Brauchen wir ein bisschen Robotik für, wenn wir so nicht schaffen. Okay. Ja, nice. Leute, damit sind wir ja schon mal ein ganzes Stück weiter jetzt. Und das Fahrrad nicht mehr. Jetzt können wir mit dem Mini. Achso, Pocket Bike. So, nehmen wir mal den Sprint mit. Ja, prima. Das Pocket Bike werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Ich würde dann sowieso sagen, fahren wir zum. Zum nächsten. Warte, lassen wir mal hier die 20 Sekunden warten. 5. Kann ich es hier ausmachen? Ja, auch ich weiß, es ist nur einer, aber ist ja trotzdem nicht schlecht, wenn man das ausmacht. Also verkehrt. So. Du kommst jetzt hier rein. Der. Ein bisschen Munition nehmen wir mit. Und die hier. Okay. So, Fahrrad. Hast du noch was da? Nein. Okay. Dann werden wir dich mal dekorativ ein bisschen anders hier hinstellen. Das ist angelehnt, wir machen zu. So, Trommelwirbel. Nice. Wir wollen das tanken. Wie viel kann das fassen? Ah ja, doch ein bisschen mehr. Das ist ja schon mal ganz gut. Hier, wir fahren. Nice! Leute! So, fahren wir einmal zum. Zur Quest. Noch eine Quest, oder? Abholen und säubern. Stufe 3. Ach ja. So. Ah, er hier nochmal. Sehr schön. Ah, Moment mal, wenn ich eine Werkbank habe, ne? Was brauche ich denn für einen Dietrich? Eine Werkbank. Nice, wir werden uns erstmal unendlich viele Dietrich herstellen, bevor ich irgendwas anderes mache. Da habe ich noch mehr Lust drauf als auf mein Pocketbike. Okay, nein, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
So, ab, runter. Eisen. Was braucht ihr noch für die Dittes? Mechanische Teile. Geschmiedetes Eisen. Naja, immerhin 9 Dittes kann ich mir herstellen. Nee. 7, 7. Nie wieder Probleme. Jetzt habe ich immer Dietricher. Ich brauche auf jeden Fall mechanische Teile. Die nehmen wir beim nächsten Mal noch mehr mit. Ja, ich würde sagen, ich lasse das durchlaufen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vor dem, ja, vor der Notunterkunft oben wieder. Zur Quest. Lass mir ein Abo oder lass mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder. Ciao.